Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Ich sicherlich nicht, aber mal schauen. Yo, endlich mal wieder ein Video bei Thilo Elias 02. Ich hab mal wieder Bock und deswegen, ja, das Spiel passt nicht auf die Chinesio, deswegen macht's einfach mal hier mal drauf Sinn und let's go. Oh, das kann ich sogar ordnen. Ballverein, Spiel und Ballverein Borussia. Ball und verdammt. Egal. Die Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandentschädigung, wie es im Amt Deutsch heißt, kennt man umgangssprachlich als ein Eurojob. Jo. Ab und zu gibt der Theaterbesucher auch dem Prügelstrafe, hä? Hä? Okay, das machen wir auf jeden Fall nochmal, das Spiel des Tages, lol. Spiel und Ballverein Borussia. Wieder falsch rum. Ball und Spielverein. Ah, egal. Egal, machen wir weiter. Ja, da haben wir schon mal schön verkackt. Was haben viele Häuser? Einen Dachgarten. Ein Fassadenpark wäre auch ganz nice. Vorschulkinder starten in deutschen Fußballvereinen in der Regel als G-Junioren. Besser bekannt als die Bambinis, oder? Genau. Was ist über 300 Kilometer lang und fließt durch Berlin? Das ist die Havel? Genau. Zuckerkollier macht die Äpfel grün, Tomaten rot, Pommes gelb. Oder Cola braun. Ach du. Ja, ja, weil Äpfel grün sind sie von Natur aus, Mann. Und Tomaten auch. Welche tierische Ordnung ist dem Zoologen auch unter dem Namen die Pickelsäuger, die Pustelfische, Schuppenkriechtiere oder Fußpilzlurche? Ich bin erfahren in Tieren, in Tierkunde, aber das weiß ich leider nicht. Ich wäre bei Pickelsäuger gewesen oder bei Pustelfische. Okay, gut, dass ich... Okay. Ich schätze, Helmut Schmidt ist es. Und es ist Helmut Schmidt, weil der hat sehr viel geraucht. Aber ich habe es trotzdem nicht ohne Joker trauen wollen. Als die berühmte Bastille am 14. Juli 1789 von Pariser Bürgern gestürmt wurde, diente sie als Munitionsdepot und... Also ein Bordell glaube ich jetzt nicht. Ich könnte mir Gefängnis vorstellen. Ja, die ist doch einfach mal riskiert. Ach Gott, was ist für ein Dingi? Okay. Jetzt wird's jetzt wirklich schwer. Wer heißt wortwörtlich übersetzt mit Nachnamen Adlerhorst? Keine Ahnung. Ja, Aber 16.000 ist schon mal eine gute Runde. Dann machen wir doch mal weiter mit der nächsten Runde. Und wir machen die Runde von Barbara Schöneberger. Okay, definieren Sie nacheinander Bänder, Bande... Ach du Scheiße, Bänder. Bände. Yes! Gut, erste Frage. Schiebt man es beim Braten etwas hin und her, dann wird das Steak hinterm Ofen vorgelockt, in der Pfanne verrückt, mit dem Bade ausgeschüttet oder am Schwanz aufgezäumt. Das wird hin und her gerückt, in der Pfanne. Als das kleine Insekt in der Eishockeyhalle versehentlich in die Schussbahn flog, traf der... Puck, die Stubenfliege. Was fliegt schon mal auf dem Weihnachtsteller nebeneinander? Armer Irrer und junger Hüpfer, alles klar. Nee, das ist die hohle Nuss und der alte Nussknacker. Was kann Männern am AfKK-Strand drohen, wenn ein Wespenschwarm... Ja, das sind die... Der Eierstich. Was trugen sowohl Napoleon als auch Wellington bevorzugt zu ihren Uniformen auf dem Kopf? Eine Zweispitze. Das ist dieser Hut. Womit kann man sich in den letzten Buchstaben nach ganz vorn stellen, um ein anders gebräuchliches Hauptwort zu erhalten?
Boah, das kann ich nicht. Die... Ach, du Scheiße. Ach, Tunika, Gratin und Gerin. Okay, keine Ahnung. Welche Show moderierten Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolf... Ach, wetten das. Ich schätze C. Ah, Mann! Das haben wir schön daneben gemacht. Nochmal nach vorne. Mhm. Na, Mist. Ich hab das nicht oft gesehen, aber Mann, das hätte ich wissen müssen. Aber das ist blöd, ja, komm. Ich hab gedacht, da wäre ein Ausrufezeichen noch gewesen. Welcher Song machte den heute in der Musikbranche weit verbreiteten Autotune-Effekt populär? Ich glaube, das war Believe von Cher, oder? Believe? War das Believe? Yes! Oder verwechsel ich das gerade mit dem falschen Believe? Da gibt es ja verschiedene Lieder, die so heißen. Believe. Ich glaube, ich verwechsel es gerade. Womit lässt sich einfach testen, ob ein Kochtopf auch für einen Induktionsherd geeignet ist? Keine Ahnung. Ja, okay. Magnet. Im Originaldrehbuch, welches dieser Trickfilme ist der Wortanteil weiblicher Figuren mit ca. 2% am geringsten? Oh. Dschungelbuch, Findet Nemo, Die Eiskönigin oder Die Unglaublichen? Findet Nemo schließlich aus wegen Dory, die immer so wallisch geredet hat und dann in Sydney. Oh, Sydney, ich weiß es, es war Sydney. Oder davor hat sie nichts gewusst, genau. Die Eiskönigin, ja komm, also die hat auch sehr viel geredet. Die Unglaublichen, ich denke das Dschungelbuch, weil da sind doch sehr viele männliche Stimmen. Ich riskiere es, yes! Aber nur 2%? Okay. Dschungelbuch, ich habe den Film gehasst, ich mag den gar nicht. Welcher Baum ist, glaubt man, dem Duden in China heimisch? Das ist wieder so eine blöde Frage, die sich auf Ding bezieht. Auf, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. Ich glaube aber, ich weiß, wie man schreibt. Den Ginkgo. Yes! Aus ideologischen Gründen musste das 1969 in der DDR eingeführte, heute noch allgegenwärtige grüne Ampelmännchen von rechts nach links laufen, einen Hut tragen, etwas korpulenter sein oder den Kopf senken. Also, ich kenne mich mit Politik aus. Ich denke, wenn es um linke Ideologie geht, müsste es so sein, dass man von rechts nach links läuft, weil man keine Rechten in der DDR wollte. Hut tragen macht für mich keinen Sinn, korpulenter eigentlich auch nicht. Ich nehme A. Das wollte ich jetzt nicht ohne Joker riskieren, aber ja. Äußerst ungewöhnlich für Säugetiere ist folgender Umstand. Nacktmulle haben wie Fische, Schuppen, Haie, ein Revolver, gewiss Bienen, eine Königin oder Spinnendrüsen. Tierfrage, das weiß ich. Das müsste Bienen eine Königin sein. Ich glaube, weil Spinnendrüsen haben die, glaube ich, nicht. Ein Gebiss, glaube ich, auch nicht. Ich schwank zwischen A und C. Ich schätze, es ist eine Königin. Weil die meisten Tiere haben eine Königin. Aber für Säugetiere ungewöhnlich? Okay, yes! Ach du Scheiß, wer oder was waren Mr. Quack und Questra? Spiel des Jahres?
WM-Fußballer, Bond, Bösewicht oder Run-DMC? Ich sag D. Ich sag D, aber ich riskier's nicht. Oh! 0% für DSSB. WM-Fußballer? Ernsthaft? Ich bin Fußballexperte. Uff. Schwach, stark, Tastenkasten nannte Morse seinen Telegrafen, Herz das Kurzwellenradio, Bell das erste Telefon oder Beethoven das Klavier. Keine Ahnung. Okay. Wir haben die Millionen! Kann ich darauf stolz sein? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, ich bin ja davor schon wieder rausgeflogen. Jedenfalls geschafft. Ziehen Sie sich warm an von unten nach oben. Boah, keine Ahnung. Oh, tatsächlich richtig. Ist die Kellerbar entsprechend sortiert, dann steht schon mal links Cognac und rechts der Rum. Hat man sich den Magen verdorben, reagiert der Körper oft nach welcher Devise? Alles muss raus. Mit nur noch 100 Euro im Portemonnaie vom Geldautomaten zu stehen, ist kein Grund, gleich abzuheben. So, hat sie sich einen berühmten Spielberg. Der Hai nun, ja. Was belastet mittlerweile so viele, dass es jetzt sogar im Duden zu finden ist? Das ist die Flugscham. Aber Zugfahrthorror hab ich ja. Ich hab ja Zugangst. Aber es ist die Flugscham, dass man sich schämt zu fliegen. Weil das halt umweltschädlich ist. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade alleine gehen und riechst bei mir an. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Oder tausend und eine Nacht. Oder dein ist mein ganzes Herz. Du bist mein da-da-da. Ja, gute Frage. Tausend und eine Nacht, oder? Yes! Mehr als 10 recycelte PET-Flaschen stecken mitunter in einer nachhaltig produzierten Steppjacke. Ja. Die ist groß genug, dass da so viel passen kann. Sehr schön, dass man es recycelt. Bei welchen dieser Wörter ist bei korrekter Aussprache kein Sch-Laut zu hören? Pancetta oder Pancetta, Gnocchi, Fettuccine oder Ciabatta. Gnocchi. Gnocchi spricht man es aus. Noch kein Joker verbraucht. Ja, wie geil läuft das denn? Wobei handelt es sich um einen realistischen Preis für ein heißes Vollbad in einer herkömmlichen Badewanne? 13 Euro zu teuer, 1,3 Cent zu günstig. Ich schätze 1,30 Euro und ich riskiere es einfach. Jawohl. Wie eigentlich nicht weiter verwunderlich, steht hierzulande auf dem. Ach, um Gottes Willen. 50-50 bitte. Jawohl! Ich wusste, dass es nur ein P ist. Welche Bevölkerungsgruppe bringt in Deutschland durchschnittlich das meiste Gewicht auf die Waage? Ledige, Verheiratete, Verwitwete oder Geschiedene? Das müssten die Verheirateten sein, weil die lassen sich mehr gehen. Das war eine leichte Frage, muss ich sagen. Welcher war der erste große Titel, den Joachim Löw mit einer von ihm trainierten Mannschaft holte? Ich glaube, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart. Shit! Nein! Nein, nein, nein! Ah, Mann! Wir hätten 64.000 haben können. Leute, das passiert auch nur, wenn man zu gierig ist. Was hat lange Ärmel und kleidet auch Uwe, Udo, Uli und Pulf, der Pulli? Was ist das? Bereite ich mir in meinem kleinen Fort ein belegtes Brot zu? Hier sieht man mich, wie ich mir eine Stulle im K.A. schmier. Boah. Womit lässt sich Auswäsche oder auch Hufle sinnvoll vervollständigen?
Puff am Ende, oder? Das ist einfach so. Wer vorher entsprechend das gegessen hat, kann beim Vomitus möglicherweise zu Recht sagen, ich... Sieht man des Polizisten Brust oder Rücken, muss man laut einem Merksatz zur Verkehrserziehung worauf drücken? Okay, wusste ich nicht. Was sind das für Fragen? Ich glaube Milliarde. Ja. Im Refrain welchen Songs hört man dreimal und einmal Boah. Okay. Ja! Boah, jetzt muss man mal was riskieren, ey. Oh, wer ist so lange schon tot, wie er gelebt hat? Kurt Cobain. Der hat sich doch damals das Leben genommen, kann das sein? Wobei sind laut offiziellen internationalen Regeln Größe, Form und Gewicht beliebig. Das müssten die Tischtennisschläger sein, weil Fußballtor muss immer genauso groß sein, Basketballkorb auch. Ich riskiere was. Okay. Oh, als die letzten Mammuts ausstarben, war die Zugspitze 5000 Meter hoch. Das war sie, glaube ich, nie. Tyrannosaurus lebte definitiv nicht mehr. Er war ja Millionen Jahre her. Ich denke mal... Ja, die Cheops-Pyramide stand da schon, ja. Also wegen welchem Nachbarland hat man gleich 8 Autobahnen zur Auswahl, um die Grenze zu überqueren? Das weiß ich leider nicht und ich riskiere... Boah! Frankreich. Nein! Nur weil ich zu gierig bin. Och, Mann, no. Ich könnte manchmal echt heulen. Ich könnte heulen, ey. Nein. Junge, nein. Weiter geht's. Indem sie den Stier... Bei den Hörnern packen, das Pferd durchs Dorf treiben, die Kuh am Schwanz aufzäumen und den Sau vom Eis holen. Die Kuh vom Eis holen, ach man. Egal, wer keinen Kaffee mag, nimmt zum Frühstück vielleicht lieber Tee. Um in den Linienbus zu gelangen, werden die Fahrgäste sozusagen zu Seiteneinsteigern, genau. Was vermisst er auch in diesem Sommer Macherorts Badegästen den... Mann! Warum denn das? Warum große Quallen? Hä? Bin ich jetzt komplett... An manchen Tagen fragt man sich echt, was man hier überhaupt macht. Jetzt mal die Fragen nochmal. Ah, Quallen! Quallen. Ja, Mann, Badegäste, ich habe an ein Schwimmbad gedacht. Aber doch nicht an einen Strand. Seit wann ist in einem Schwimmbad, in einem Freibad eine Qualle drin? Aber ja, Strand am Strand, ja klar. Was in über 2000 Paragraphen des BGB festgelegt wurde, ist sicherlich aus gutem Grundgesetz. Naja, kann man sich drüber streiten. Bei welchen beiden Zahlen ergeben Summe und Produkt dasselbe? Boah, ich könnte wahnsinnig werden. Ich kann keine Mathe. Ich wäre bei A gewesen. Wie kann das H sein? Ich bin bei Haferschwarz. Oder Gerstenbraun. Das ist doch nicht wahr! Warum muss es Weizenblond sein? Ich will es jetzt auch mal schaffen, hier was zu reißen. Lieber T. Seiteneinsteiger, große Quallen, bla bla bla. 2 und 2, so jetzt aber. 2000 Euro und noch alle Joker. Das ist neuerdings oft mit einem Kayless Go-System ausgestattet. Woher soll ich das wissen?
Nehmen halt Autos. Ob Nazi. Ob Nasi oder Parmigöring, ist eine grundsätzliche Entscheidung zwischen Wild oder Schaf, Fleisch oder Fisch, Reis oder Nudeln oder warm oder kalt. Auch keine Ahnung, ich schätze. Ich hätte... keine Ahnung, was ich gesagt hätte. A wahrscheinlich. Bei welcher dieser Veranstaltungen könnte der Gewinner 2019 das höchste Preisgeld einstreichen? Es gibt eine Fortnite-WM? Ernsthaft? Habe ich auch keine Ahnung, leider. Boah, 30 Millionen Euro. So viel will ich auch haben. Ey, ich habe auf C geklickt. Och, Mann. Ey, es läuft auch einfach gar nicht zusammen. Na. Nee, also wirklich langsam habe ich keinen Bock mehr. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens noch 4 Joker beim 64.000 Euro. Das ist auch was Gutes. Ah ne, das ist die 8.000 Euro Frage. Na gut. Woraus besteht Messing hauptsächlich? Ich sag Kupfer und Zink, aber bin mir nicht sicher. Ja. Mann, hätte ich's doch riskiert. Welche dieser Inseln spielt keine zentrale Rolle im Lebenslauf von Napoleon Bonaparte? Kreta, oder? Hätte ich's doch riskiert, Mann! Wen schimpft Jesus laut Johannesevangelium bei der Hochzeit zu Kana mit den Worten: Was willst du von mir, Frau? Oh, ich hab keine Ahnung. Seine Mutter, ernsthaft? Okay. Mutter Maria, okay. Wer ist seit Oktober 2019 nach Matthias Sammer der zweite DDR-Nationalspieler in der Hall of Fame des deutschen Fußballs? Ulf Kirsten, oder? Und da ist er weg. Das ist nicht wahr! Was ist heute los? Ist die Frau geboren hat, Mutter des Kindes, die es, was weiß ich. Ist der Hutzen sehr klein ausgefallen, handelt sich sehr wohl um ein Märchen. Womit wird in den Straßen der österreichischen Hauptstadt der Asphalt planiert, die Wiener Walze? Sieht Papst Franziskus die Sonne aufgehen, wird es für einen Katholikentag. Der äußerst misstrauische Gläubiger verlangte vom Schuldner nicht nur einen, sondern gleich... Welches Spezialwerkzeug wissen passionierte Fleischesser zu schätzen? Das Steakmesser. Wo finden sich im Supermarkt bevorzugt preisgünstigere Produkte? Das ist die Bückzone. Finde ich relativ gemein. Muss ich bücken, um an die günstigeren Produkte ranzukommen, und das können die älteren Menschen nicht mehr so. Alles Taktik vom Supermarkt. Naja, die Meldung Bad Gateway begegnet einen zuweilen beim Abspielen von DVDs, Surfen im Internet. Verreisen mit dem Flugzeug oder tanken an der Raststätte. Keine Ahnung, leider. Okay, noch nie gehört. Aber ja, doch, vielleicht schon mal. Eines der schillerndsten Ehepaare, die im Weißen Haus in Washington lebten. Keine Ahnung. Was ist heute ein Wagwan? Oh Gott, ey, ich werd noch wahnsinnig. In welcher Stadt werden für Game of Thrones Fans Führungen zu zahlreichen Drehorten der Serie angeboten? Boah! Ich gehe auf meine Vermutung. Yes! Über wessen Funktion bei Fußball-Bundesliga-Spielen kann man sich auf der Homepage des DFB informieren? Ich habe gedacht, das hätte mit den Einlaufkindern zu tun. Och, Mann, oh. Dann nochmal! Und nochmal dieselben Fragen. Zack. Jetzt komm mal, Schinkenlöffel, was für ein geiler Name.
Ich dachte halt, Einlauf, Kinder, Einlauf, dass man da sein Kind beim DFB anmelden kann, dass es beim als Einlaufkind registriert wird. Was wird vom Gold Milieu Restaurant Guide Deutschland 2020 als Gastronom des Jahres geehrt? Kai Pflaume? Keine Ahnung. Okay. Ein aktionistischer, ideologisch radikalisierter Hippie verbirgt sich laut Duden hinter dem Begriff. Keine Ahnung. Hippie, okay. Was sprach im Mai 2018 erfolgreich bei Präsident Trump vor, die 63-jährige Gefangene Alice Mary Johnson zu begnadigen? Weiß ich nicht. Okay. Gut, jetzt bin ich eigentlich raus. Ich rate Dalai Lama, aber ich glaube... Yes! Wahnsinn! Doch noch geschafft. Auch wenn ich längst raus war. Ja. Ich cheate ein bisschen.